würde jetzt erstmal mit ihnen Alkoholtest machen. Das liegt ja. Nein. Schön hier geblieben. Ja, jetzt haut der andere mir noch ab. Der. Ah, nee, der steht ja noch hier. Was? Oh Gott, Sven. Wir brauchen sofort das Squad-Team hier. Hey, hallo. Nee, 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 nee. Sie lassen die Damen in Ruhe. Stopp. Hier ist doch noch einer. So, schönen guten Tag. Einmal auf dem Boden, bitte. Ey! Auf dem Boden. Und jetzt schön hier noch und langsam auf den Boden legen. So. Auf dem Boden jetzt. Meine Güte. Ey, jetzt reicht's mir hier echt so lange. Hey, stehen bleiben. Ey, sieh da, die bleiben stehen. Schön liegen bleiben. Mein Gott, warum muss immer jeder wegrennen? Ich hab keinen Bock. Bleiben sie doch einfach liegen. Ja, die Kollegen wollen vielleicht auch mal was machen. So, und bevor sie mich hier wieder wegrennen, eine Person haben wir schon verloren. Die stand aber, war aber auch, glaube ich, nur so ein bisschen... Ne, nein. Oder? Och, nee. Meine Kollegen sind mal wieder nur am Pennen. Jetzt sind uns schon zwei hier entwischt. Das kann es doch echt nicht sein. Die Kollegen machen echt überhaupt nichts. Moment mal. Oh, entschuldigen Sie, aber ich habe Blaulicht an. Warum? Rennen denn hier über die Straße? So weit kann die Dame doch noch nicht sein. Die muss hier doch irgendwo noch im Umkreis sein. Ich glaube, wir haben sie verloren. Ja, also meine Kollegen heute wieder anders gut gelaunt, würde ich mal behaupten. Ganz wunderbar. Dann nehmen wir erstmal den direkten Weg zur nächsten Wache und überprüfen die Person, denn ich habe hier schon etwas nach Drogen im Verdacht. Danke, dass Sie hier mir mal Platz frei halten. Bitte halt jetzt sich an. Dankeschön. So. Okay. Dann kommen sie mal am besten raus, die Dame. Ja, danke, dass mein Menü hier wieder heute wunderbar funktioniert. Ah, jetzt. Hallo? Sehen Sie da gerade durch den Kofferraum raus? Also, nächstes Mal machen wir das nicht so, ja? So, jetzt kommen sie mal hier rüber. Und dann machen wir hier erstmal einen Drogentest, weil ich habe da schon so einen Verdacht. Oder die haben sich betrunken. Das kann gut auch sein. Marihuana. Dann machen wir noch kurz einen Alkoholtest mit ihnen. In Gewahrsam kommen sie so oder so. Nichts getrunken. Ja, dann durchsuchen wir die Dame noch. Die ist eh zu dicht. Und zu gekifft. Sieht erstmal alles legitim aus. Lily Anderson. Okay, wir können mal da eine Anfrage drüber machen. Über Dispatch. Ah, die Dame ist sogar noch gesucht. Na, ist ja Hauptgewinn heute, ne? Ja, da steigen sie mal wieder ein.
Und diesmal nicht durch den Kofferraum, dankeschön. Und dann, ja, machen wir das Ganze hier auch nochmal zu. Und dann tun wir sich hier gleich mal einbuchten. Da kann sich dann jemand anderes drum kümmern. Ich habe die Faxendicke hier von denen. Dass jeder immer wegrennen muss. Ey, das geht mir inzwischen so auf die Nerven. Ich bin doch kein Triathlonläufer geworden. Haben wir hier noch was? Roger that, we're on our way. Wir haben eine... ja. Hallo? Was drücke ich denn hier die ganze Zeit? So. Mir soll eine Person Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren. Das überprüfen wir direkt auch einmal. Und die Bundeshalb nicht langsamer fahren. Schon wieder hier? Ist ja hier ein Hotspot oder was? Oh, schönen guten Tag. Na, da hat er aber ganz schön schnell die Flasche verschwinden lassen. Zauberkünstler sind wir also heute auch noch, ne? So, schönen guten Tag. Ich hätte gern mal Ihren Ausweis. Kipplam. Ah, Drogen wahrscheinlich wieder im Spiel. Keith Johnson hat keine Waffenpermission. Den Lizenz. Kipplam. Hat er sowas? Thank you. Hat er sogar. Scheint erstmal alles in Ordnung zu sein. Wir prüfen den dann mal und durchsuchen den dann auch mal, dass uns hier nichts gefährlich sein könnte. Sieht erstmal soweit gut aus. Zigaretten. Okay. Papier auch noch dabei. Warum auch immer. Ich würde jetzt erstmal mit Ihnen Alkoholtest machen. Das liegt ja. Nein. Schön hier geblieben. Sie rennen mir nicht davon. Schön auf den Boden legen, aber ganz langsam. So, Sie sind hiermit vorläufig festgenommen wegen Flucht. Sie rennen mir hier nicht einfach davon. Vor allen Dingen in einem fast geschlossenen Raum. Und jetzt machen wir immer noch den Alkoholtest. Sie kommen ja da nicht davon. Ich wollte es nur mal anmerken, aber ein Auto gegen sie ist, glaube ich, nicht so ideal, ne? Okay, also Alkohol ist auf jeden Fall im Blut. Und Drogen hat er hier ja auch genommen. So gut wie er drauf ist. Hat er gleich, Marihuana, Kokain und Ecstasy. Ja, zwar nicht das volle Programm, aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall, damit er erstmal seine Miete nicht mehr zahlen muss. Die erlassen wir ihn nämlich, so freundlich sind wir. Das ist nämlich unsere Belohnung hier. Für Leute, die gerne mit uns kooperieren und nicht versuchen wegzurennen. Hat der doch gar keinen Anschein mehr um, oder? Wir warten mal auf die Kollegen hier. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall sofort los, denn hier gibt es anscheinend jemand, der hat ein bisschen Bock mit seiner Waffe in der Innenstadt hier ein bisschen rumzuspielen. Danke. Der tolle Berufsverkehr ist mal wieder hier am Start. So, einmal geradeaus. Und da sehen... Oh, bei Life Invader. Hallo! Also! Ne, jetzt reicht's mir. Raus da. Auf dem Boden. So, sie sind festgenommen. Behinderung der Justiz. Also... Wer... Ups, den hätte ich nicht abgeben müssen. Ja, jetzt haut der andere mir noch ab. Der steht ja noch hier. Was? Oh Gott, Sven. Wir brauchen sofort das Vorteam hier. Ey, hallo. Was ist denn das hier? Okay, ich hab ihn. So. Ey, was rennt denn? Okay, ich glaube, die Dame tun wir erstmal. Die können wir nicht mitnehmen. Die hat einen Schuss abbekommen. So, wir sperren jetzt erstmal die ganze Umgebung hier. So. Ja,
Ja, da kommt ja das Moose-Team. Ganz zeitig. Lass doch mich hier erstmal alles abschleppen lassen. Ja, die sind zu spät, ne? Ja, die können wieder nach Hause fahren. So sieht's aus. Und was machen sie hier? Och nee, jetzt habe ich eine schöne Schramme in meinem Auto. Ganz wunderbar. Aber die auch. Sind wir... Na gut, quitt nicht wirklich. Oh, hier habe ich sogar keine Schramme drin. So. Ich würde sagen, wir parken unser Auto hier um. So. Ja, dann nehmen wir noch eine zweite Schramme mit. So. So, das, ja. Ach du. Wir brauchen hier mal das CSI. Die kümmern sich dann um den Herrn. Ach, um Gottes Willen. So, da sind auch schon... ja, ihr müsst trotzdem nicht die Verkehrsschilder mitnehmen, nur weil hier alles Remi-Demi ist. Ich kann auch leider nicht mehr bleiben. Wir haben nämlich direkt schon den nächsten Einsatz bekommen. Wir müssen jetzt mal mit... Ey, wir hatten... Das glaube ich jetzt nicht. Wer ist mir da gerade eben nochmal reingefahren? So, jetzt machen wir schon mal das Licht an. Und zwar haben wir hier von der Krankenhaus-Security... Zumindest stand es, glaube ich, so. Brauchen wir hier ein... Ja, von der Krankenhaus-Security. Sucht nach polizeilicher Unterstützung. Und ich sehe schon. Und da ist... Oh, Moment, Moment, Moment mal. Wie wäre es, wenn du denn hier bleibst? Ey, ich will meinen Elektroschocker. Nee, 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 nee. Sie lassen die Damen in Ruhe. Sie schlagen hier niemanden. Okay, das gibt noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Sie sind vorläufig festgenommen. Und die Damen da hinten, die interessiert es nicht. Das ist doch wieder wunderbar. Moment, Moment, Moment mal. Stopp. Hier ist doch noch einer. Stehen bleiben. Die bleiben genauso stehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen hier sofort eine RTW. Ambulance. Assistance required in Rockford Hills. Der Sicherheitsmann, der hat eine abbekommen. So. Assistance required in Rockford Hills. Und ich stelle sie mal hier zur anderen Dame schön in die Schäm-dich-Ecke. Da gehören sie nämlich hin. Gehören wahrscheinlich hier zusammen. Oder wie sieht das aus? Drogen wahrscheinlich auch noch genommen. Super, wunderbar, freut mich. So, ich parke ja auch mal meinen Wagen um, damit wir alle hier, ja hallo, also rennen mir jetzt bitte nicht vors Auto, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Und da kommt auch schon die Herrschaft von der Kollegschaft. Nehmt ihr eigentlich den anderen Herrn auch noch mit? Die Dame? Dann rufen wir für die erstmal auch noch einen Transporter. Und ansonsten, wie geht's dem Kollegen hier? Okay, der wird gerettet. Da sieht's schon mal gut aus. Der ist stabil. Ja, wir sind halt eigentlich schon am Krankenhaus. Warum prügeln die sich denn hier direkt? Aber wir sind da schon mal am besten Ort. Wenn man sich schon prügelt, dann natürlich am Krankenhaus. Wo es nicht so eine, nicht so ein Ausmaß hat. Moment, jetzt will ich mir erstmal hier meinen Schaden anschauen. Ach du Herr Jemini, zum Glück muss ich das nicht bezahlen. Ne. Na doch, ich zahle ja auch Steuern. Na, ist ja wunderbar. Ja, beleidigen Sie da die Dame noch schön, dann kriegen Sie am Ende gleich auch noch eine Anzeige. Ja, war heute wieder eine knallbunte Nacht, würde ich behaupten. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.